Da geht es um die Zukunft der nächsten Generationen. Eine Rekordverschuldung, die da zu Lasten der Jugendlichen, der Kinder und Kindeskinder da beschlossen werden soll. Das ist die Realität. Ja, wie könntet ihr das von der ÖVP eure Mitglieder gegenüber vertreten? Was sagt's denn ihr, wenn die mit diesen Argumenten auf euch zugehen und sagen, um Gottes Willen, ihr verpflostert's, ihr verpfändert's unser ganzes Land. Was sagt ihr denen? Ja, wir können nichts tun, weil wir die SPÖ nicht überzeugen können. Ja, dann schlägt's euch aus der Regierung. Das wäre einmal konsequent, meine sehr geehrten Damen und Herren.